Siebter Paios, 1028 nach Bosporans Fall. Ihr habt wohl genächtigt in eurer eigenen Villa am Rande von Gareth. Nach der anstrengenden Reise von Romulus in die Hauptstadt könnt ihr euch endlich wieder erholen. Die letzten Wochen und Monate waren geprägt von einer dauerhaften Anspannung, körperlich wie auch geistig. Nach dem Turnier im Frühling und eurem Fest in den Bardo- und Cella-Thermen wart ihr permanent gefordert. Es kommt euch vor wie Jahre, die dazwischen liegen. Jetzt zurück in Gareth fällt euch auch wieder ein, dass immer noch irgendwo hier sein müsste. Der kleine Thulamide hatte sich einfach so abgesetzt. Vielleicht ist er auch schon wieder zurück nach Kuntium gereist. Wirklich Zeit, ihn zu suchen, hattet ihr nicht. Es bleibt doch wieder Zeit für die alltäglichen Dinge. Ihr werdet so von der Sonne geweckt, die in euer Zimmer scheint, und der Geruch nach warmen, selbstgebackenen Brötchen und frisch aufgebrühtem Tee dringt in eure Nase. Und so sitzt ihr nach dem Ankleiden in euren Morgengewändern im Speisesaal und könnt im aventurischen Boten lesen oder euch unterhalten. Ja, so sitzt ihr allesamt beieinander. Ach, endlich wieder frisches Brot und nicht dieses verschimmelte Zeug. Nun. Sagt einmal, bin ich die Einzige oder... Also, ich finde das hier alles so normal, so als ob ich nur träume. Wisst ihr, was ich meine? So als Nein. ob das hier... Wir Zwerge träumen nicht. Nun, wenn ihr eine bittere Erinnerung braucht, dann schaut aus dem Fenster. Ich wusste, dass ich auf euch zählen könnte, um mich wieder auf den Boden der Tatsachen und in meine schlechte Laune hineinzuziehen. Wir sollten uns lieber nicht an die Annehmlichkeiten des Stadtlebens gewöhnen. Wir werden in kürzerer Zeit wieder aufbrechen müssen. Eine gute Nachricht, Freunde. Meine Kristalle haben in unserer Abwesenheit wunderbare Fortschritte gemacht. Sie sind ganze 3 Zentimeter gewachsen. Ah! Sind diese Kristalle in irgendeiner Weise magisch? Nein. Sind sie sonderlich wertvoll? Nein. Ja, wozu dienen diese Kristalle? Nun, in erster Linie sind sie hübsch und später könnten sie noch nützlich sein, aber... Hübsch. Es ist also eher eine sinngefällige Tätigkeit, dessen eine, die uns jetzt sofort dich weiterbringt, ja? Nun, eigentlich ist es ein Handwerk und damit Ankursch. Zufällig, aber ja, vielleicht. Ist es wirklich ein Handwerk, wenn sie von alleine wachsen? Nun, ich muss ja ganz viel vorbereiten und ich kümmere mich darum. Es ist so ein bisschen die Gärtnerei. Nur mit Steinen. Kristallen. Ich ist wusste es immer, dass... Reine ich wusste jetzt immer, dass Steine wachsen. Ich habe es immer gesagt und niemand hat mir geglaubt. Nun, darüber gibt es verschiedentlichste Meinungen, aber meiner werten Meinung nach wachsen nur gewisse Steine. Womit füttert ihr sie? Oh, das ist ganz, ganz interessant. Also, ich habe da so eine Lache angesetzt mit verschiedenen Salzen und Mineralien und ach ja. Und damit füttere ich mehr oder weniger die Steine, sodass sie groß und stark werden wie ein Zwerg. Also, ihr füttert die Steine mit anderen Steinen. Es sind Kannibalensteine? Nein, 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 nein. Steine nicht mit Steinen, sondern mit Mineralsalzen. Das sind ja keine Steine im eigentlichen Sinne. Nicht, aber sie werden doch in einem Salzbergwerk geschlagen. Ja, das ist auch wieder richtig. Aber ja, Lan, wie habt ihr geschlafen? Den Umständen entsprechend gut. Das freut mich zu hören. Ich werde allerdings auch bald einen Aufbruch nehmen müssen und im Praxistempel vorstellig werden. Wird sicherlich unsere Raumelis hören wollen. Ihr müsst mir unbedingt einmal zeigen, wie das funktioniert mit diesen Kristallen. Sehr gerne. Wir können gleich nach dem Frühstück. Kann man sie in eine bestimmte Richtung wachsen lassen? Oder? Natürlich, das ist möglich. Es gibt da so Vorkehrungen, die man im Vorfeld treffen kann, wenn man mit der Zucht beginnt. Und ja, man kann ihnen die verschiedensten Formen geben, ob jetzt oktagonal oder ach, da gibt oder es... auch eine Kugel? Nun,
Letztlich wäre das theoretisch auch denkbar. Es wäre allerdings nicht ganz einfach umzusetzen. Aber prinzipiell ja. Man könnte auch eine Kuppel daraus züchten. Schwierig, aber nicht unmöglich. Wie lange würde das etwa dauern? Es kommt auf die Größe der Kugel an. Nun sagen wir, so groß wie meine Faust? Eure Faust? 8 Monate, 10 Monate mindestens. Oh, doch so lang. Ja, stetig, aber wachsend. Ich sehe schon, warum sich Zwerge mit solchen Sachen beschäftigen. Sie dauern sehr lange. Verzeiht, meine Damen, meine Herren, die Traviakulote, die Ave mir eingestellt hat, noch vor ihrem Aufbruch, steht in der Tür und guckt euch an. Ich habe hier einen Boten, der wohl aus der alten Residenz kommt. Er sagte, dass er Nachricht für euch hat. Schickt ihn rein! Ja, Moment. Sie hebt kurz ihren Rock wieder an und die Schürze und läuft dann wieder durch den großen Hausflur. Könnt es dann hören, wie es leiser wird und dann klappt noch einmal die Tür und dann nähern sich mehrere Schritte. Und der Bote, der euch bereits am gestrigen Tage schon abgelehnt oder vertröstet hatte, auf den Isarun dann allerdings wieder verwiesen hatte, steht dann in der Tür, nickt euch zu. Meine Dame, meine hohe Dame, meine hohen Herren, ich habe Nachricht von der Kronverweserin. Sie wurde euch empfangen. Wunderbar, das ist doch schön. Ich freue mich, Sie mal wiederzusehen. Ich springe von meinem Tisch auf. Nun, wann denn? Jetzt? Zur 12. Stunde des Tages, sagte sie. Ich setze mich wieder hin. Und zeigt einem mal her das Schreiben. Die Einladung, ja, hier, für das Tor, bitte sehr. Ja, sehr schön. Gut, benötige sonst noch etwas oder können wir es etwas für euch tun? Nein, er schaut so ein bisschen zu Isarun rüber. Ich hoffe, das ist so okay, hohe Dame. Ich bin mir selbst nicht, oder gelehrte Dame, ich bin mir selbst nicht sicher, ob noch etwas sein sollte, aber sie hat tatsächlich zugestimmt, nachdem ich die Namen dann sagte und sie hat sich wohl im Laufe des Tages dann schon umentschieden. Nachdem sie Post oder so etwas bekommen hat. Das habt ihr gut gemacht. Sagt, habt ihr bereits den Kronprinzen persönlich gesehen? Nein. Ihr dürft mal Menschenkenntnis würfeln. Hatte ich nicht mal versprochen, ich würde das steigern. Schwert um. Oh, viele Punkte. 13. Ja. Er ist nicht so einfach zu lesen. Ich hänge mit den Gedanken bei der werten Kronverweserin und habe einfach nur sichtbar keine Lust. Er hat einfach nichts anderes mehr. Er hat zu lange gezögert für das Nein. Also irgendwas scheint da wohl nicht zu stimmen. Gut. Wir werden dann zur 12. Stunde pünktlich erscheinen. Steht in dem Brief irgendetwas zur, wie sagt man, Kleiderordnung? Ihr werdet in den Thronsaal geladen, so wurde mir zumindest gesagt. Gut, dann wissen wir ja, womit wir es zu tun haben. Wir werden aber nicht zum Essen oder länger erwartet, richtig? Dazu ist mir nicht bekannt, nein. Gut. Falls euch noch etwas einfallen sollte oder so, natürlich streng im Sinne des Schutzes unseres Reiches, dann zögert nicht, auf mich oder meine Gefährten zuzutreten. Ich winke der Hausärterin noch zu, dass sie ihm doch wohl Trinkgeld mitgibt. Ja, die bringt ihn dann natürlich auch wieder Gastfreundschaft, wie sie ist, wieder zur Tür und könnt dann noch hören, wie sie sich kurz und leise unterhalten. Das sind doch mal gute Nachrichten. Wir werden empfangen. Ja, seht ihr, eure Befürchtungen von letztem Mal waren ganz unbegründet. Sehr freundliche Frau. Entschuldigung. Habt ihr gehört, was er gesagt hat, dass sie Post bekommen hätte? Worauf bezieht ihr das jetzt? Wie das klang, hat sie doch Post bekommen und sich dann umentschieden. Was hat das zu bedeuten? Sie würde uns wahrscheinlich mitteilen oder auch nicht mitteilen. Das sind die beiden Optionen, Abemir. Das hast du gut erfasst. Danke.
Okay. Ich wollte damit ausdrücken, dass wir keine Möglichkeiten haben, ihre Beweggründe nachzuvollziehen. Ja, das müssen wir. Allein schon, um uns ein eigenes Bild zu machen. Immerhin hat der Heldenrat ja jetzt nicht mehr die Zugriffsmöglichkeiten, die er bei unserer Abreise noch hatte. Also gut, bereiten wir uns vor. Was für eine Falle wird sie uns stellen? Ja, sie wird uns doch keine Falle stellen. Sie wird uns freundlich empfangen. Wir werden nett einen Tee trinken und ein paar Gebäckstücke essen. Und danach sind wir dreifach vergiftet und in 5 Intrigen verfangen. Vielleicht braucht sie etwas. Vielleicht muss sie jemanden tot sehen und kann es alleine nicht regeln. Was wir aus dem Kommentar mit der Post schließen können, ist, dass sie ihre Entscheidungen nicht alleine trifft. Wäre Nemrod noch am Leben, würde ich sagen, der steckt dahinter. Das tut er nun bewiesenermaßen nicht. Ich bin nicht sicher. Ich war aus dem Grab, scheint sein Stil zu sein. Moment, wie hieß denn jetzt derjenige, der begünstigt hat, ihm nachzufolgen? Angenbruch. Aber der Mann wird gesucht. Nehmen wir an, Korrespondenz mit der Kronverweserin wäre schwierig. Und nun ja, eine Paligan ließe sich davon nicht aufhalten, aber höchst unwahrscheinlich. Angenbruch kam mir eher sehr zupackend und wenig intrigenaffin vor. Wir sollten uns jetzt auf eine Linie entscheiden. Erzählen wir ihr von dem Pendel. Ja, warum nicht? Wenn ihr sterben wollt, ist das eine gute Idee. Wenn wir das vermeiden wollen, sollten wir das lassen. Wir werden ihr absolut nichts davon erzählen. Wir werden doch nicht sterben. Ich weiß gar nicht. Also, Voltax, ich erkläre es dir, wie es funktioniert. Das Pendel zeigt nichts zur Villa, ist das korrekt? Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Wir gehen mal davon aus, dass Elindia an Hal sich dort befindet, richtig? Na, das wissen wir ja nicht. Das ist eben die Frage. Deshalb hatte Isarun ja vermutlich auch. Wir haben aber keine Information, dass sie sich irgendwo anders befindet. Hätte er einen Herzog in die Finstermark angetreten, wäre die sicherlich auf der ersten Seite im Boden gelandet. Richtig. Wenn die gute Dame hört, dass wir behaupten, dass das Kaiserblut nicht in der Villa ist, obwohl Selinia Nahl da ist, wird sie uns als große Gefahr sehen. Das mag sein, ja. Das also, Mindeste, das passieren wird, ist, dass sie uns befiehlt, es ihr zu geben, sie es für alle Ewigkeiten wegsperrt und uns zwingt, nie wieder davon zu sprechen. Das ist das Gute, was passieren kann. Selbstverständlich werden wir es nicht erwähnen, dass wir dieses Pendel haben oder auch nur von dessen Existenz wissen. Schließlich wissen wir ja, dass es dem Kronprinzen gut geht. Naja, offiziell. Wenn ihr ihr so misstraut, warum schaut ihr dann nicht einfach in ihrem Geist nach, ob sie uns irgendwie hintergehen möchte? Weil die Frau vermutlich darauf vorbereitet ist und nicht ganz dämlich. Und vor allem, weil es verboten ist, im Geist anderer Leute herumzuwühlen, Voltax. Es ist strikt verboten, in den Gedanken eines Kaisers herumzuwühlen oder einer Reichsverweserin. Unerlaubtes Gedankenlesen ohne guten Grund ist sowieso streng verpönt. Ja, aber wäre das nicht ein guter Grund, sich vor Unbill zu schützen? Voltax, die Frau hat vermutlich mehr magische Artefakte an sich, als ihr in eurem Leben gesehen habt. Wahrscheinlich werdet ihr den Verstand verlieren, wenn ihr einen Blick wagt, anstatt dass ihr irgendwas herausfindet. Ihr tut ja so, als wäre das ein Dämon. Zudem wird ihr Leibmagier anwesend sein. Und wenn er es nicht versteht, was wir dort tun, dann wohl niemand. Ist der Hofmagus nicht mittlerweile Melvin? Exakt, ja. Das bedeutet ja nicht, dass sie nicht auch persönliche Leibmagier hat. Ich gehe auch davon aus, dass sie zumindest in einer kleinen Entourage von Leibwächtern reist. Die jetzt nicht aus der Panthergarde bestehen, sondern aus treuen Seelen. Nun, wir entschieden uns doch, zurück nach Dapatien zu gehen. Was ist unsere Ausrede hierfür? Wieso Ausrede? Sicher, wir müssen doch nach dem Rechten sehen. Zumal wir früher oder später Rassasur in den Garaus machen müssen. Nun, vielleicht sollten wir das etwas besser tarnen, unseren Ausflug. Naja, also wir haben gute Gründe, hier nach Gareth zurückzukommen. Ich musste ein Buch zurückgeben und ich musste... Nein, darum geht's ihm nicht, Voltax. Achso. Geht ihm darum, warum wir in die Finstermark gehen und wenn euch kein anderer Grund einfällt, aber mir würde ich einfach sagen, um Paktierer umzubringen. Wegen den Riesen. Den Riesen. Hat der Riesen gesagt? Ja. Was für ein Riese?
Von dir, dir? Nicht mitbekommen, das, was ich euch schon einmal erzählt hatte, Riesen und den Drachen, die jetzt in die Finstermacht gezogen sind, das, was ich von den Elementargeistern gehört habe. Ach, ihr hört mir einfach nie zu. Ihr meint einen Riesen. Einen wirklichen Riesen. Einen riesigen Riesen. Ein... Es sind 4 Stück. Das hatte ich euch erzählt, als ihr mich in Romulus wieder getroffen hattet. Ach, ja, verzeiht, ich dachte, ihr erzählt schon wieder eine alte Zwergengeschichte. Da höre ich immer nur mit halbem Ohr hin. Also ich dachte, das wären Sagen und Legenden, die man sich in Dapazien erzählt. Natürlich, die Elementargeister erzählen mir die Sagen und Legenden von Dapazien. Also, nun ja, vielleicht steckt da ein Körnchen Wahrheit, aber in einer anderen Zeit. Ich dachte, ihr meint eher vielleicht große Männer, irgendwelche Trollzacker oder so etwas. Und nicht Riesen. Fein. Jemand müsste sie doch mitbekommen, oder? Also Riesen sind nicht gerade klein und man sieht sie schon von weitem. Ja. Also müsste doch jemand mitbekommen, wenn 4 Riesen durch Dapazien watscheln. Aber mir, wer ist denn noch in Dapazien, der uns davon berichten könnte, außer die Untoten, die Paktierer und die eingekesselten Bauern? Und ich wer? Weiß, dass Gallis noch steht und erfreut sich, bester Gesundheit. Aber wer, der die Riesen sehen würde, hätte danach noch viel Buße oder Körperkraft oder Lebenskraft, um einem anderen davon zu berichten. Nun ja, normalerweise rennt man vor Riesen weg und rennt nicht auf sie zu. Ja, und die Riesen, die schmeißen dann einen Stein an deinen Kopf und du bist tot. Ich halte das für ausgeschlossen, dass sie sich für so kleine Wesen wie Menschen interessieren. Was wollen diese Riesen in Dapazien? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es so eine Art Versammlung der Riesen? Jetzt wird er wieder spekulativ. Ja, aber wie viele Riesen kann es denn schon geben in dieser Umgebung? Also ich habe von einem Riesen im Orkland bisher gehört, aber sonst... Gibt auch noch einen im Raschbult, weil... Ja, aber 4 Riesen, das ist doch sehr ungewöhnlich. Das ist doch so viel. Also leben die denn normalerweise in dieser Region? Wisst ihr das? Also, ich kenne mich eher mit den kleinen als mit den großen Dingen aus. Riesentrolle, als nächstes kommen noch Wühlschrate. Was sollen wir mit all dem? Apropos Wühlschrate. Wusstet ihr, dass Wühlschrate... Ach, furchtbar, furchtbar. Ach, ich kann euch nur sagen, Wühlschrate sind eine Plage noch und nöcher. Was sind denn Wühlschrate, bitteschön? Der größte Feind des Zwergen sind der Wühlschrat und der Gräum. Der erste frisst ihnen die Steine weg und der zweite das Gold. Ach, ihr kennt euch gut aus mit Wühls... Ich hätte gerade Wühlzwergen gesagt, Wühlschraten. Wie sieht so ein Wühlschrat denn aus? Wie ein zu groß geratener Maulwurf? Keine Ahnung, aber es ist ein Sprichwort, das mein Schwertvorteil mal gesagt hat. Ach so. Wollte ich dann? Also gibt es die wirklich, Boltax? Ja, es gibt Wühlschrate. Ich habe 2-mal einen gesehen. Und wie sehen die aus? Hässlich. Wirklich hässlich. Nichts für eure Augen, Chiara. Das wollt ihr wirklich nicht. Ihr seid doch eher auf der Linie der schönen Dinge, auf der anderen Dinge. Wie kamen wir jetzt eigentlich auf Wühlschrate? Wir waren bei Riesen in Dapazien. Ja, aber was sollen wir mit solchen Wesen, selbst wenn sie sich in Dapazien herumtreiben? Nun, wenn wir Glück haben, räumen sie ein wenig auf. Und wenn wir Pech haben, dann sind es untote Riesen, die herbeigerufen wurden. Dann gehen wir ihnen aus dem Weg. Ich denke auch, dann ist das eher ein Fall für Boron-Geweihte. Untote Riesen. Bei den Göttern. Und denkt immer noch an den Ort, an dem Sumus Leib blutet. Die Blutkerbe. Sumus Leib blutet. Buchstäblich oder? Ja, gewissermaßen. Und wir sagen, da sickert Blut aus dem Boden. Nein. Ihr versteht schon. Also, ich weiß auch nicht genau, was die Blutkerbe ist, aber die Elementargeister sprachen davon, dass es einen Ort gibt, der Finstermarkt,
an der Sinusleit blutet. Und den machen wir kaputt. Ja. Oder wie? Okay, gut. Oder wir heilen den Leib. Wisst ihr denn, wie man die Erde selbst heilt? Natürlich. Also wenn es einer weiß, dann doch ein Geode oder Druide. Richtig? Ja. Sonst war es mal bereit zu glauben, dass eure Schule des Handelns wohl die beste sein kann. Wir beginnen natürlich mit einer entsprechenden Reinigung und dann mit einer entsprechenden Pflege. Voltax, ist das so eine Pflege, die mehrere Jahrhunderte dauert? Nein. Ich kenne da genau den richtigen Mann für euch. Oh. Recht? Ja, Tropfig von Regelsaum. Er kennt sich mit Landpflege aus. Er kennt sich mit Blumen aus. Muss ich ist doch Landpflege. Er ist doch eine Koryphäe auf den Gebieten der Botanik und der Landwirtschaft. Nun ja, ich weiß nicht, ob Blumen etwas mit Sumus Wunden... ich würde ihn gerne kennenlernen. Das klingt nach einem sehr kompetenten Mann. Also, auch in anderen Bereichen. Nun, das Letzte, was ich höre, gründet er gerade einen Orden. Er müsste auch noch in der alten Residenz anzutreffen sein, es sei denn, er wurde auch hinaus komplimentiert. Wenn du etwas Glück lässt, dann aber ihn durch den Garten streifen. Ja, aber das sind alles Dinge, denen wir vordergründig nachgehen können, sobald unser Anliegen in der Parzin geklärt ist. Richtig. Sagt einmal, Boltax, habt ihr noch etwas aus der Heimat gehört? Gegenwärtig nicht viel, außer das, was im afrikanischen Boten stand. Und zum Thema Boten, habt ihr diese grottige Titelseite gelesen? Was meint ihr jetzt genau mit grottig? Hier, lest euch das. Der aventurische Bote dankt. Ja? Dann liest doch bitte die ganzen Artikel. Meinetwegen. Warum? Egal. Hier oben fängt's an. Wir waren tief gerührt, wie viel Zuversicht, spendende Rückmeldungen unser Hilferufen im aventurischen Boten 111. Das war... der von letzten Monat, die wir nicht sicher ausgelöst hat. Euch, liebe Leser, haben wir es zu verdanken, wenn diese dunkelste Stunde nicht auch zugleich unsere letzte war. Ja, dann wird genau ein bisschen gewäschlos und dann danken sie hier Leuten. Lest euch das an. Die Handelsherrin Alina Savamukandi. Wie die in Aussicht gestellte, nicht unbedeutende Summe, die, so geht es aus dem Anschreiben hervor, für ein neues Druckhaus, die neuesten Pressen und neue Mitarbeiter verwendet werden können. Dann geht es weiter. Reichsoberst von Löwenhauptberg, jüngeres Haus. Entschuldigung. Staatsbefehliger der kaiserlich-tapatischen Truppen für das Leseexemplar von Kaiserhals Kaisersprüchen samt der beiliegenden selbstlosen Summe von 12 Hellern. Kitiara Rabenklau von Ang Aves für die großzügige Unterstützung von 25 Dukaten und die wohltuenden Worte. Was soll das? Vielleicht ist irgendein Code darin versteckt. Ich glaube, es sind einfach nur Spendengelder, weil, nun, sie nie Geld brauchten. 12 Heller? Ich glaube nicht, dass man dafür einen extra Danksagungsteil drücken würde. Kein also, Wort von uns. Kein Wort von Romulus, wo gestorben und gebluten wird. Kein Wort von gar nichts. Aber 12 Heller! Ach, das ist ja nur die Druckkosten, nicht wert. Ja, nein, ihr wisst das doch bestimmt. Was sind denn Kaiserhals, Kaisersprüche? Das ist eine Ansammlung von weisen Merksprüchen. Der größte Teil davon wohl für Kinder in der Praestagsschule, die angeblich auf Kaiserhall zurückgehen. Und ist die 12. Seite, das 12. Kapitel davon irgendwas Besonderes? Im 12. Kapitel geht es um die Gastfreundschaft. Wenn ich mich nicht täusche. Samt der beiliegenden selbstlose Summe von 12 Hellern. Ihr habt recht. Die Aussicht auf geistige Erbauung ist in dieser Tage mit Gold nicht aufzuwiegen. Also ich erkenne da nichts, Voltax, aber ich habe auch echt keine Ahnung von sowas. Ja, ich auch nicht, aber es... Genau. Ihr müsst ein wenig zwischen den Zeilen lesen. Zuerst, ich denke nicht, dass diese ganzen Namen dort stehen, weil sie ein wenig gespendet haben, sondern wahrscheinlich, weil im Hintergrund Gelder geflossen sind, die nicht öffentlich bekannt sind. Zum anderen... Wer schreibt aktuell den Boten? Haben Sie vielleicht etwas gegen uns? Wollen Sie vielleicht hier in der Stadt politischen Einfluss erlangen, indem Sie bestimmten Leuten danken? Ja, kann gut sein. Ist denn ein Impressum abgedruckt? Wer gegenwärtig Herausgeber ist?
Ich weiß nicht, wo steht das denn? Auf der letzten Seite? Ich glaube, die fehlt. Habt ihr die? Also ich habe hier keine. Mir egal. Oh, seht euch das hier hinten an. Seht mal, unter Mira. Da ist so ein Fetzen. Was hat sie denn da im Maul? Oh ja, meine Brava, hast du die Zeitung auch gelesen, ne? Ja, hast du die Zeitung auch gelesen. Mira darf auch die Zeitung lesen. Seht euch das hier an. Landuin Conchobear zu Winhall. 5 Fass Almadana. Conchobear! Almadana! Wein, meine ich. Anstatt dass er sein verdammtes Schwert in die Hand nimmt und seinen Verwandten Ehre macht. Nun ja, vielleicht ist ihnen der Stoff ausgegangen. Also, das ist ja Platz der Kragen, dieser Hund. Ja, findet ihr diesen Kommentar nicht auch merkwürdig? Diese Handelsherrin? Neue Mitarbeiter? Bedeutet das jetzt, dass die Alten abgesetzt werden? Also, nach diesem Schmuh? Ich denke eher, dass die alten Mitarbeiter einige ungenehmige Schicksale erlitten in der Schlacht in den Brücken. Umstrukturierungsmaßnahmen? Ich habe mal eine Frage. Kann doch sein. Kennt ihr diesen Reichsoberst Walbronn von Löwenhauptberg? Kennt ihr den? Nicht persönlich, aber Löwenhaupt, das ist ein Weidner. An dem müsste ich gehört haben. Weil der ist Stabsbefehliger der kaiserlichen Truppen Dapaziens. Müssen wir den nicht kennen? Das habe ich ja ganz überlesen. Er ist was bitte? Stabsbefehligter der kaiserlichen Truppen Dapaziens. Hier, guck, da steht's. Also ich dachte, ist das nicht bestimmt irgendein Überlebender von Wehrheim da nicht? Es gibt noch kaiserliche Truppen in Dapazien? Reichsoberst. Frosty ist mir der Mann bekannt. Oh, das kommt drauf an, wie hoch deine Staatskunst ist. Ja, ich habe eine Kriegskunst gewählt. Wir machen eine Staatskunst. Nee, Staatskunst. Ja, ich habe 4 über. 4 über? Wenn dann vielleicht irgendwie mal überflogen, als du dann die Liste von Wehrheim gesehen hattest, also als du dann irgendwo in einem Befehlszelt oder sowas standest, kurz vor der Schlacht. Also nichts, was man. Also das Haus vom Berg kennst du natürlich, aber. Ja, von Löwenhauer. Ich denke, wenn ich mich gerade so erinnere, der hat in Wehrheim die dritte Ballyroa kommandiert, aber sonst. Nun, er ist aufgestiegen, wie es scheint. Löwenhaupt klingt ja nicht besonders kompetent. Kaiserlichen Truppen der Patiens. Löwenhaupt ist eine gute Familie, viel Tradition. Ja, aber große Truppen kann er wohl nicht befehligen. Er hat sich wahrscheinlich ob der fehlenden Kommandostruktur selbst befördert und die Lage ausgenutzt. Also Kiaras, ich muss doch nun wirklich bitten, niemand befördert sich hier selber. So spöttisch, Kiaras, wir machen das dauernd. Oh, guck mal, hier steht etwas über uns, so mehr oder weniger jedenfalls. Was? Ja, über Arkos und die Jona. Oh, wirklich? Wo ist das? Auf der 4. Seite, lest vor. Hier, also. Im fernen Aranien haben sich derlei Dinge begeben. Arkos Schar, seines Zeichens, das ist jetzt eine Aufführung verschiedener Titel, hier wird es interessant. Und konnten in Keschal Tarif die Miona von Sorgan stellen und durch einen beherzten Schwung seines Schwertes enthaupten. Unsere Namen tauchen leider nicht auf. Ah, verständlich.